Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Arma 3 Altes Live. Ich muss mal ganz kurz raus, um ja, rausgetappt und dann geht's auch schon weiter. Ja, ist ein Spiel, was auf jeden Fall richtig viel Spaß macht. Und ja, ich bin jetzt noch ein bisschen am Einstellen. Ich hoffe, es klappt auch alles heute so. So, Musik ist schon mal aus. So, hier mal in die Third Second Position. Ich schulter das schon. So, laufen. Mal schauen, ob wir das noch alles haben. Okay. Das haben wir. Nur irgendwie die Kleidung verlieren wir immer. Das ist die Kirche. Das heißt, wir laufen hier vorne einfach mal zur Garage. Ja, was heute ansteht, ist Hubschraubertraining. Das heißt, wir müssen ein Auto schnappen, zum Flugplatz gehen. Fahren dann natürlich. Dann lasse ich alles im Auto und hoffe, dass es gut geht. Ja, die 7 Millionen haben wir auf jeden Fall schon mal. Ich glaube so 300, 400.000 am Flugplatz ist aber ein Geldautomat. Das heißt, ich brauche erstmal nichts mitnehmen. Wobei ich muss den nur kaufen und kann dann hier vorne eigentlich testen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Weil dann habe ich das Auto hier vorne stehen. Bisschen lauter hier, dass auch alles hört. Fahrzeuggarage einparken nicht. So, wir nehmen uns nur den hier. Abbuchen reicht ja aus, wir brauchen ja nicht mit LKW jetzt fahren. Schon mal alles hier ablegen. Wobei, das lassen wir mal noch. Okay. Müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Und zwar zum Flugplatz. Oh, das ist ein bisschen. Das müssen hier hin, glaube ich, ne? Go-Kart-Händler bestimmt nicht. Waffenhändler. Hier müssen wir hin. Okay. Und zwar sind das 11 Kilometer. Ja. Dann werden wir mal fahren, ne? Ihr wolltet es so. Nee, war Spaß. Bis jetzt schaut ihr alles schön zu und verlangt noch nichts. Ihr seid froh wahrscheinlich, dass ich überhaupt überlebe.
ist, glaube ich, noch Innenstadt. Ich kann schon mal den auf direkt stellen. Nicht, dass die wieder denken, ich rede nicht mit denen, bis ich umgestellt habe. Sind meistens schon sauer. Was ist jetzt die Straße denn? Gucken wir in einer Straßenseite. Na doch. So im Groben müsste das die Richtung sein. Das teste ich jetzt mal. Für sicher. Ob das jetzt wirklich so geht oder nicht. So. Na doch, guck, da geht's. Wir können doch pflücken. So, mehr brauchen wir nicht. Aber da haben wir ein bisschen was zu essen wenigstens bei. Weiter. Ja, noch 10 Kilometer. Muss halt ein bisschen so das Fliegen lernen und wie gesagt, wenn es mit dem Joystick wirklich funktioniert, dann ist, denke ich mal, das Fliegen, denke ich mal, das Sinnvollste für mich. Also lerne ich mal ein bisschen was auch vom Boden her kennen. Also in Hubschrauber sind wir ja richtig viel rumgekommen. Und es gibt auch richtig geniale Hubschrauber. Ich könnte mir sogar den schönsten leisten, aber ist halt zu gefährlich, wenn dann 6. Hallo, einmal bitte stehen bleiben. Guten Tag. Hätten Sie was dagegen, Ihren Wagen dort auch noch parken? So zu parken, um eine große Straßensperre zu machen. Ich möchte sie nicht ausräumen oder so. Gegen was? Falls ich jemanden ausraube, würden sie was abkriegen. Ja, ich habe auch eine Waffe bei, also. Ich könnte auch unterstützen. Aber ich glaube, zusammen dürfen wir keine Personen ausrauben, weil wir nicht den gleichen Tarntag haben. Okay, also bleibe ich unschuldig im Haus sitzen. Ich park erstmal da. Ja. Haben Sie Teamspeak? Ich bin im Teamspeak. Ich bin im Teamspeak. CV2. Auf dem, von diesem Server? Ja, natürlich. Ja, warte, soll ich da mal sonst reinkommen? Gerne, dann brauchen wir nicht drücken. Steht das Auto so gut? Ja, ja. Aber ich nehme mal eben meine Sachen aus dem Auto. Hallo. Hi. Oh, ich muss euch eben ein bisschen leiser stellen, bei mir mein Headset ist immer so laut. Ah, okay.
So. Ist natürlich sehr gut, dass die Polizei mit dabei ist jetzt. Ja, ja, ist noch nicht so schlimm. Ich bin nicht im Dienst. Ah, okay. Du solltest mich kennen. Ah, richtig, nee, ja, ich habe es gestern ganz kurz gesehen, genau, dass du Polizeianwärter warst. Ich sollte dich kennen und wir sollten uns auch gestern hier treffen. Ja, tatsächlich. Geht's dir gut? Ja, wunderbest, und selber? Auch, ich bin jetzt gerade erst draufgekommen. Am Weg zum Flughafen. So weit bin ich noch gar nicht. Achso. Bei mir lädt das Spiel jetzt erstmal. Oh, okay. Dann... Ich bin hier gerade sowieso eher dabei, muss ich gerade gucken, aufzupassen. Sagen wir so, ich mache eine Pause. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Ach, ich brauche gar nicht mehr als Polizist online, das passt ja. Noch besser. Falls die Polizei langkommt, die rauben wir auch aus, oder? Was? Polizei? Warum ich wir? Ich darf keine Polizisten ausrauben. Ich raub auch nichts aus. Ich habe nur mein Auto zur Verfügung gestellt, bevor ich beschossen werde. Von denen gibt's immer so schöne Nagelbänder und so. Ja. Mhm. Aber allzu lang kann ich leider hier nicht campen, sonst wird das Video zu langweilig. Ja, ich komme sofort. Nö, ich meine ja nicht. So, bist du YouTuber? Ja. Also ich mache eine Dokumentation, oder wie heißt das immer so schön? Mhm. Über Kavala. Bei ihm muss man sagen, die Videos sind nicht so heftig geschnitten. Das heißt, es macht auf jeden Fall Spaß, sie anzugucken. Eigentlich gar nicht. Ich zeig auch mal, so wie gestern zeige ich auch mal, wie ich 15 Minuten in die falsche Richtung, die richtige Richtung fahre. Und kurz vorher der Server Reset ist. Du bist gelaufen. Ja, genau. Und dann war kurz, habe ich nicht auf die Uhr geguckt, da war Server Restart. Ja, hab die ersten 10 Minuten geguckt, dachte so, Der läuft echt. Der läuft ja, wirklich. Hab dann vorgescrollt, dachte mir so, toll. Ja, aber wie gesagt, dann habe ich das andere Offscreen gemacht und habe dann wieder aufgenommen heute Morgen. Achso, okay. Ja, das wäre ja Blödsinn gewesen, wenn ich dann nochmal langlaufe. Da kriege ich D-Abos. Trainingsserver, wo ist denn der echte? Welcher echt? Achso, der andere, ja. Hä, wieso? Mir ist gestern auch ein bisschen viel Scheiße passiert. Ich wurde irgendwie von 7 Polizisten komplett zerschossen. Warte mal, wieso habe ich jetzt gerade den Funk reingekriegt? Ich habe doch gar keinen Schimmelkommando gesetzt. Oh oh. Einmal bitte stehen bleiben. Alles klar. Hallo. Sag mal, habt ihr den auch gehört? Und wie geht's Ihnen so? Wen? Ja, dafür, wir machen hier eine ganz große Straßensperre. Sind Sie dabei? Ach, so teuer ist Unhatchback-Sport nicht. Ich habe da meinen auch hingestellt. Bei mir ist erst ein Reifen kaputt, weil da zwei Leute reingefahren sind. Außerdem würde ich ganz gerne nach Kavala fahren oder. Ja. Dann fahren Sie ruhig weiter. Ja, du könntest mich ja dann hier abholen, dann lass ich dem mein Auto hier. Ja, das wäre eigentlich ganz gruselig. Wer ist gruselig? Mit der Server. Okay. Ach fuck, ja, ich muss meinen Account einbinden. Ja, ich müsste mir auch mal noch einen Nachnamen geben. Aber ja, das wird eine ganz, ganz große Straßensperre hier. Ja, ich lass mich dann gleich hier abholen und dann kannst du das Auto halten. Ah, okay, danke. Wo ist eine Straßensperre? Warte. Schnellstraße vor Kavala. So. Ja. Ich will ja auch keine so Leute mit Hatchback-Sport oder sowas ausrauben. Eher wenn hier Leute so mit Trucks oder sowas langfahren, die dann verfolgen vielleicht und. Wie? Ausrauben? Ich glaube, es hakt. Du bist kein Polizist. Nein, ich bin gleich jetzt Zivilist, da, keine Angst. Aber ich habe ja auch keine Angst, ich stehe hinter der Mauer. Mir passiert, glaube ich, nichts. Es sei denn, ich heiße jetzt übrigens Frank Rauenberg als Zivilist. Okay. Musst du denn. Was? Jetzt steht er hinter mir? Ah, okay. Bist du jetzt unter die Erde durchgekrochen, oder? Bist du wieder weg? Ja. Dann kannst du schön über solche großen Mauern springen. Echt? Ja. Mit Shift-Leertaste. Shift-Leertaste, okay. Ja, ich kenne nur mit V drüber gehen über sowas leicht hohes irgendwie. Das gibt's auch, glaube ich, nicht auf jeden Server. Okay.
Apropos Server, müsste man nur mal Glück haben, dass hier ein paar Leute langfahren. Wo seid ihr denn gerade überhaupt? Ja, unterhalb vom öffentlichen Grillstelle bei dem Treibstofflager. Mhm. Ja, weißt du, ist so ein Schnelllager. Oder eine Straße nach Kavala rein. Du musst mir dann gleich erstmal ein kleines Auto mieten. Ja. Kaufen lohnt sich nicht. Aber mieten und kaufen ist doch fast der gleiche Preis, oder nicht? Keine Ahnung, ich werde ja nicht weiterfahren, das ist ja das Problem. Ich bin als Zivilist so wenig. Ja, ich wollte gleich mal ein bisschen Flugübung machen, weil ich habe einen Joystick angeschlossen und er zeigt mir auch überall an. Ich hoffe, es funktioniert. Ich kann nicht als Zivil spielen. Nee? Okay. Nee. Weil du auf dem Server schon als Dings bist, ne? Mit dem Personalausweis, ne? Ja, genau. Ja. Das ist ja kacke. Ich kann ja nicht jedes Mal 50.000 dafür bezahlen, wenn ich mich umloggen will. Echt? Kostet immer 50.000? Ja. Das ist ja jetzt kacke. Ja. Muss ich später erstmal nachfragen, wie das geht. Ja gut, dann vergesse ich mal alles, was ich hier gehört habe und begebe mich in den Dienst. Oh, oh, oh. Ich wünsche aber hier so eine Kontrolle. Ja. Wünsche aber eine Streife hier. Nee, alles, was davor ist, darf ich ja nicht benutzen. Okay. Aber ich... Nee. Alles gut. Ja, dann wünsche ich eine schöne Aufnahme und vielleicht sieht man sich ja in-game. Ja, bestimmt. Ich hoffe nicht hier vorne. Aber ich glaube, ich laufe dann erstmal weiter. Ich lasse dir das Auto hier. Okay, zum Flughafen ist nicht mehr so weit. Da freuen sich auch die ganzen Zuschauer. Ja, pass auf, wir nehmen dich gleich mit. Ich melde mich mal zum Dienst, bis gleich. Ja, bis gleich. Okay, tschüss. So. So, ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke. Ich hoffe, dass sich niemand verletzt. Bitte? Du wirst jetzt gleich abgeholt zum Flughafen. Ja, ich laufe schon mal langsam. Ich denke mal, die Polizei nimmt mich bestimmt gleich mit. Ich wünsche dir viel Spaß, beziehungsweise verletzt niemanden, ne? Ja, ja. Ja, ja. Dir auch noch viel Spaß. Danke. So. Dann gehe ich mal in einen anderen Channel. Jo. Ciao. Tschüss. Ja, dann laufen wir hier mal. Ich werde dann gleich weiterlaufen, natürlich ohne Aufnahme. Damit ihr nicht nur laufen seht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe es jetzt auch gemacht, einfach um mal was kennenzulernen. Er hat jetzt ein Auto, was er da stehen lassen kann. Er sah jetzt auch nicht schießwütig aus. Auch den anderen hat er ja richtig friedlich angehalten. Ja, grüße nochmal hier, falls du siehst. Wir machen das so, ich laufe jetzt in dieser Aufnahme bis zum Flughafen. Alle, die das zu langweilig wird, die ja, den würde ich sagen, schalt einfach das nächste Video an. Ich kann es nachvollziehen. Das Einzige, was passieren könnte, dass ich gleich weit mitgenommen werde. Dann werde ich die Aufnahme unterbrechen und das neue Video starten. Ansonsten laufen wir jetzt schön, ne? Ja, die FPS liegen bei 33. CPU ist bei 87%, alles gut. Ja, Sperrzone, 1 Kilometer um den Stahlhandel. Wo ist der denn? Glaube nicht hier. Diamantenmiele, Sandschmelzer. Nö, scheint nicht hier zu sein. Wir laufen mal weiter. Thank you.
ist hier beim Laufen echt mit meinen Händen beschäftigt. Die eine, die lenkt und die andere, die geht. Sind in Topolja, wo auch immer das liegt. Müsste, glaube ich, auch Griechenland sein, ne? Mal gehört, dass das ziemlich viel Griechenland ist, oder? Wo ist das jetzt hier? Marker hin. Ach, da. Oh. Na, Häschen? Auch allein unterwegs im Flughafen? Was ist das denn für ein Tier? Achso, ein Bett. Das ist gar kein Tier. Hier ist sogar ein Geldautomat, aber das lasse ich mal lieber noch. Das wieder ausmachen. Ja, noch 7,3 Kilometer. So komisch. So. Ich finde das irgendwie entspannt, hier lang laufen zu können. Keine Autos da. Aber es ist viel Polizei da. Wobei viel. Einerseits ja gut, ich habe ja letztendlich. Mach ja nichts Böses. Das Einzige, was. Mir zu Verhängnis werden könnte, wäre die Waffe. Ich weiß nicht, ob ich es mit dem Waffenschein wieder gut mache. Da ist er. Oh. Ja. Also sieht man das dann an der Waffe, ob illegal oder nicht? Sieht nicht unbedingt nach einem kleinen Taschenmesser oder so aus. Von daher gehe ich von illegal aus.
Ja, noch 7 Kilometer. Ich glaube, bei einem Server-Restart ist, glaube ich, das Auto wieder in der Garage. Von daher ist das alles vom Risiko jetzt gering. Einzige, was halt passieren könnte, wenn es weg ist, wenn es kaputt ist. Aber wir bleiben hier vorne. Oder? Das wäre sinnvoller, wenn ich hier rüber laufe. Ja. Wir folgen mal dem Weg hier, dem Kompass statt dem Weg. Vorteil bei Querfeld ein, außer jetzt für uns bergab geht. Sieht doch schön aus hier, ne? Hier vorne müsste gleich irgendwo. Dauert noch ein bisschen. Die Schnellstraße kommen. Ich glaube, ein Jet oder so, ne? Das ist auch nicht schlecht, aber da kann man halt auch nur auf Flugplätzen landen. Gleich müsste die Schnellstraße kommen.
Na, Hayscan? Dein Bruder, den habe ich vor uns in der Stadt gesehen, da hinten. Welche Straße ist das jetzt hier? Okay. Die ist die zum Ölvorkommen, die brauchen wir auch nicht. Polizei wird mehr. Ich glaube, da können wir gut durch. Da ist der Zaun offen oder die Mauer. Ich glaube, Zaun ist es. So, ich trinke mal eben was. Trinken tue ich nichts, ich esse. Ich hoffe, es geht beides dann hoch. Nee. Oh oh. Das ist schlecht. Warum bin ich denn ohne Wasser los? Wo sind wir jetzt? Ah, noch nicht da. Ein bisschen so jetzt gehen. Ja, dann müssten wir jetzt zu der Straße vorkommen. Ja. Da werden wir jetzt mal hingehen. Also wie gesagt, wenn es euch zu viel wird, einfach abschalten, nächste Video ein. Sobald es extra wird, das heißt, ich werde abgeholt oder ich bin am Flughafen, werde ich eine neue Aufnahme starten. Nur falls es doch den einen oder anderen gibt, der sehen möchte, was so passiert, was wir machen, alles nachvollziehen möchte, der kann dies tun. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht in 3 oder 4 Aufnahmen, sondern in einer. Ja, sobald wir das Flugzeug haben, den Hubschrauber, ja doch, da können wir von da hinten natürlich rüberfliegen, da müssen wir nicht wieder hinlaufen. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, wobei der ist erst um 8 Uhr, glaube ich, ja. Das Server Restart ist erst um 8. Ja, das heißt 2 Stunden, ja, da werden wir ja da sein. Wieder berghoch. Zack.
jetzt sind wir doch schon mal hier. Guten Tag. Ja, da gibt es eine Tankstelle. Ich hoffe, vielleicht kriege ich da Wasser. Das wäre natürlich gut. Ich habe zwar noch 50%. Ein Geldautomat gibt es da nur. Die 90 Grad ist im momentan bis auf 1,5 Kilometer Sperrzone. Okay. 90 Grad Kurve. Okay, aber welche? Grad-Kurve. Naja, ich habe hier keine 90-Grad-Kurve. Ist, glaube ich, nicht hier gemeint. Ach, schöne Häuser sind hier, ne? Hier kann man auch wohnen. Ah, hier muss man ein Auto haben, ne? Da kann man nicht einfach mal sagen, hier, behalte das Auto. Das hier. Ja, richtig schön hier, ne? Da ist er gesprintet. Tadam. Ja, noch 5 Kilometer. Wäre echt gespannt, wer das bis zum Schluss guckt. So, hier ist der Geldautomat.
mal, ob wir hier was zu essen bekommen. Ne, gibt's nix. Oh oh, beschlagnahmt ist mein Auto. Ja, dann viel Glück, Jung. Da scheinen aber einige Autos jetzt gestanden zu haben, ne? Oh, Kirche. Sieht auch schön aus hier, die Kirche. Ich glaube, die habe ich in dem einen oder anderen Let's Play schon gesehen. Ich glaube nur in einem, aber ja, sehr schön. So, aber so langsam müsste ich zum was zu einem Händler kommen. Das wäre ganz gut. Haben wir denn da unterwegs noch einen? Mal schauen. Sind ja schon hier. Was ist denn eigentlich ein DP? Aber wir gehen nochmal zurück zum DP. Ich weiß nicht, was das ist. Meter. Oder sprinten wir mal schnell hin. Ein Stück sind wir ja schon gelaufen. Durch die Tankstelle, oder? Oh, hier ist irgendwas, mal schauen. Gehen wir in die First Level. Kuriermission, aha. Oh, okay, jetzt habe ich ein Paket. Das ist schlecht. So. Wo ist denn DP4? DP4, da oben. Keine Sorge, da laufen wir jetzt nicht hin. Ich laufe wieder zu der Strecke zurück, wo wir gerade los sind. So, dann laufen wir wieder normal weiter. Na, wieder was gelernt. DB sind die Stellen für die Kuriere.
Die rufen uns auch, was ist denn hier so drin? Wir laufen mal schnell rein, wer weiß, was es ist. Sollte mal wieder seine Tür reparieren. Da ist Polizei. So, jetzt müssen wir mal eben wieder auf der Karte. So. Ja, noch 5 Kilometer. Komm, mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft. Das schafft er jetzt auch noch. Wir sind jetzt bei 48 Minuten. Ich glaube, das ist die ideale Aufnahme, um abends runterzukommen. Um schlafen zu können. Und selbst wenn man einschläft, man verpasst eigentlich nicht viel und war dabei. Oh, da ist einer. Ich hoffe, das ist gut für mich. Wir schauen mal zu, wer das ist. Vielleicht haben wir Glück. Nicht schlecht. Hat auch jemand landen geübt, glaube ich. Habe ich ihn jetzt verscheucht? Entschuldigung. Ja, ganz schön was los auf so einer großen Karte und so eine ja, abgelegene Straße. Finde ich nicht schlimm. Finde ich nicht schlecht. So. Oh, oh, böser Junge. Ja, Nachtsichtgerät habe ich glaube ich auch bei. Also von daher ist es nicht ganz so schlimm, aber... So, Dr. Peter ist wieder in Urlaub gefahren. Der hat's ein Leben. Wie das Krankenhaus nur ohne ihn lebt. Oh. Danke sehr, altes Polizei. Ja, sehr schön. Achso, ich hätte den mal nach Wasser fragen können. Oh, der BD Jens.
Der scheint böse zu sein. Ja, noch 4,8 Kilometer. Das nächste Auto muss ich mal anhalten. Nicht zum Überfallen, aber... Ich brauche Wasser. Ich gehe jetzt mal nach Wasser fragen. Hallo, 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 haben Sie Wasser dabei? Hallo? Das weiß ich noch nicht mal mehr, aber ich glaube, ich muss mal das Nachtsichtgerät aufsetzen. Warum habe ich das nicht dabei? Ist das hier drin? Hier drin? Ah, da. Okay. Sehr schön. So. Auch die Map jetzt wieder anschalten. Ein bisschen laufen. 25% haben wir noch. Haben Sie Wasser bei? Alle weg. Aber ich glaube, der war eh auf dem Weg zum Einsatz. Ja, in 2 Stunden bis dahin bin ich verdurstet. Oh, oh, noch ein böser Junge. Sehe nichts. I'm walking. Your fantasy, I'm walking. You tell it me. Also wir sind jetzt bei 57 Minuten. Mal schauen, ob wir gleich lieber
sind wir denn jetzt? Ah, da unten. Ja, okay, das ist nicht kürzer. Dann können wir besser weiter so weiterlaufen. Wo ist dann die nächste Stadt? Brothändler brauche ich nicht. So, 40 können wir auf jeden Fall. Also das war gar nicht so verkehrt, dass ich das noch gemacht habe. Schade, dass die keine Flüssigkeit gibt nochmal. Müsste die auch noch Flüssigkeit geben. Wir hätten jetzt schon 3 Folgen draus machen können, aber die hätte kein Mensch geguckt. Jetzt haben wir eine Folge, die lang ist. Vielleicht guckt einer ein paar Minuten. Vielleicht guckt einer bis zum Ende. Vielleicht guckt einer nur das Ende. Da ist Heskin wieder da. Schön ruhig, ne? Oh, wir sind bei Wasser 15%. Prozent. Komm, wir machen mal ein bisschen Roleplay, oder? Versuchen es mal. So, wo bin ich denn gerade? Muss ich ja auch wissen dann. Silbermine bei Lacka. Ne, kann ich gleich Lacka sagen, oder? Jo, machen wir das so.
Gehen wir mal an Sanitäter, oder? Das war knapp. Ein schönes Stück noch dann eigentlich. Mal gespannt, ob ich Hilfe bekomme. Der Sanitäter, der gerade hier war, also der mit dem Hubschrauber, der ist ja eigentlich auch ziemlich schnell dann da. Ach ja, ganz schön weit hier. Ja, dann noch 3,7 Kilometer. Nehmen wir noch eine Pfirsich.
Guten Tag. Ich bräuchte gerne Wasser, wenn sie was haben. Aber so viele Leute habe ich gar nicht erwartet. Haben Sie... Guten Tag. Bitte sehr. Reicht das Wasser für Sie? Also ich schau mal eben. Oh ja, vielen, vielen Dank. Ich dachte, hier wären Händler unterwegs, aber da habe ich mich vertan. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Die zwei Stück reichen auf jeden Fall. Danke, danke. Mit okay. Sogar mit Hubschrauber, danke. Ja, bitte. Bekommen Sie etwas dafür? Ja, Moment. Schau gerade. Das habe ich alles, was dabei ist, leider. An Bargeld. Das ist jetzt alles, was ich dabei habe an Bargeld. Trotzdem, vielen, vielen Dank. Ja, ist okay. Alles gut, viel sicher. Immer wieder sehr. Also, dann noch viel Spaß. Danke sehr. Ja, das war nett. So, dann nehmen wir das nämlich auch direkt. Werde ich mich jetzt gleich benutzen. Perfekt. So. Benutzen. Und nochmal benutzen. Jetzt haben wir noch 40. Ah, sehr schön. Dann kann es weitergehen. Das freut mich. Hat geklappt. Das war ein Jet da vorne, ne? Wo rennt er hin? Oh, okay, scheinbar dahin. Also das Spiel zu holen war echt eine sehr gute Idee. Also ist natürlich wahrscheinlich auch von Server zu Server unterschiedlich, aber ist der erste Server, wo ich drauf gekommen bin. Da steht dann, oh, 800.000. Und bis jetzt fühle ich mich sehr wohl hier. Wir haben jetzt noch 3,4 Kilometer. Die kriegen wir auch noch hin. Bis 70 Minuten haben wir jetzt die Aufnahme. Ja. Schreibt mal Sanitäter unten rein, wenn er bis hierhin geschaut hat. Einfach mal, bin ich mal interessant, wer bis hierhin geschaut hat. Weil ich glaube, das war auf jeden Fall das längste Stück, definitiv. Ja, nur 3 Kilometer. Wir haben Wasser und wir haben Essen. Jetzt könnte eigentlich nur noch etwas passieren, was man lieber nicht ausspricht. Ein Überfall. Wobei der nicht ganz so schlimm wäre. Ja, okay, es wäre die Waffe weg, ne?
glaube, der übt. Der jetzt hier vorne. Der Flughafen ist eigentlich noch weit weg, ne? Das eigentlich hier, wo wir jetzt sind? Ach, das Gangversteck, okay. Mit einem Flugzeug auf dem Dach, auch nicht schlecht. Ja, so bin ich jetzt wenigstens nicht gestorben, ne? Also, hätte ich mehr dabei gehabt, hätte ich das auch alles gespendet, also. Aber auf einmal kamen auch total viele, ne? Also Polizei kam, Hubschrauber plus Sanitäter. Also das war schon ordentliches Aufgebot. Ich vermute, die hatten Angst für einen Überfall, oder? Aber was will man von dem Sanitäter holen? Ja, so werden wir auch gleich rumfliegen in der nächsten Aufnahme. Ich werde es dann mal testen, ob es alles funktioniert. Schön was los hier am Flughafen. Für die Uhrzeit hier 0 Uhr. Aber hier wohnt ja kaum einer in der Gegend, ne? Da geht das immer noch. Oh, hoffentlich blitzen die ja nicht. Hier ist nur 70. Sonst muss ich halt ein bisschen abbremsen. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Ich verstehe Sie gerade nicht, hier ist ein Hubschrauber, glaube ich. So, jetzt entschuldigen Sie. Was schlägt Sie denn hier mitten in der Nacht auf die weite Straße? Ja, ich bin aus Kavala gestartet mit meinem Auto und wurde da von einer Straßensperre gezwungen, mein Auto stehen zu lassen. Und bin jetzt auf dem Weg zum Flughafen, um mir da nach dem Angebot von einem neuen Hubschrauber umzuschauen. Okay. Ich musste auch gerade schon die Sanitäter bitten, mir Wasser zu bringen.
wir müssten mal die Verfolgung des Prowlers hinten aufnehmen, also ich muss mich entschuldigen. Ja, kein Problem, schönen Tag noch. Ja, sehr nett. Diese Tankstelle, hier kriegt man glaube ich aber auch nichts, ne? Können wir mal schauen, vielleicht bekommen wir hier doch was, aber... Ah, hier ist irgendwas, mal schauen. Tankstelle. So, mal schauen, vielleicht können wir da echt trinken hier. Ah, guck mal hier, erste Hilfe, aber... Ne Kompass, alles nichts, was zu trinken ist. Das wäre natürlich hier viel sinnvoller eigentlich. Wobei ich glaube, es gibt wenige Deppen, die hier, machen wir hier zu, die hier langlaufen, aber... Ja, noch 2,7 Kilometer. Aber trotzdem erlebt man auch einiges auf so einer Strecke, ne? Also man hat Sanitäter da, wenn man so ruft zumindest. Die Polizei kontrolliert einen, zumindest fragt nach. Sehr viele Raser. Sehr viele, die Flugübungen machen. Oh. Das sah nicht gut aus. Ja, zum Thema Raser, ne? Und, trotzdem kommt man runter, ne? Also es ist schön, entspannt. Ich hoffe nur, ah, da verfolgt, da sind sie. Ah, jetzt ist erst Lacker. Okay. Abgestürzt? Ne. Mal lieber mehr am Rand. Und das ist die Feuerwehr. Guten Tag. Guten Tag, Sie laufen aber komisch. Tag. Geht's Ihnen gut? Ja, wollen Sie mitfahren? Jetzt so kurz vorm Ziel, sehr gerne. Wenn Sie noch bis zum Flughafen mich schaffen? Wenn Sie mich noch bis zum Flughafen schaffen, gerne. Ja klar, kommen Sie mit. Ja, die Hupe geht. Das ist sehr nett von Ihnen. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Ja, genau, ich muss da zum Händler. Machen wir. Perfekt. Jetzt habe ich 14 Kilometer und letzten zwei geht's los. Ja. Mit Sirene sogar. Und Sie haben Nachtschicht heute? Soll ich die anlassen, oder? Ja, müssen Sie ja wissen, ob Sie es dürfen. Ja, ja, ich mache Nachtschicht. Lieber schlecht gefahren als gut gelaufen, ne? Naja. Ist das schon der Check-in hier? Zum Flughafen? Nee, ne? Nee.
Na, ich war hier in der Gegend noch nie. Bist du zum Boarding, oder? Ja, genau, ich fliege heute nach Neuseeland. Wo fliegen Sie? Nach Neuseeland heute. Ich hoffe, ich krieg meinen Flieger noch, der soll um 2 Uhr gehen. Ja, deswegen fahre ich jetzt so mit Blaulicht gerade. Perfekt. Eskorte. Das ist aber noch ein ganz schönes Stück hier. Hättest du gesagt, dass ich mit Heli fliegen kann, dann hätte ich hier im Heli ausgepackt. Ich bin Heli-Pilot. Ah, okay. Ja, ich krieg dann in Neuseeland mache ich meinen Flugschein. Und von daher kann ich demnächst vielleicht selber fliegen. Mal schauen. Okay, soll ich Ihnen nicht Fliegen beibringen? Weil ich bin auch Ausbilder dafür. Ja, ich will mir gleich eins holen. Ich habe jetzt gehört, dass diese neue Joystick-Steuerung ganz gut sein soll. Ja, die ist gut. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich es mir vorstelle. Wie stellen Sie sich denn das vor? Ja, ich habe damals mit Tastatur noch gelernt und will jetzt diese Umschulung auf der Joystick machen. Okay. Ja, das ist meistens nichts anderes. Dieses Auto schwankt ganz schön vor und zurück. Ja, geht so. Okay, wollen wir direkt ins Boarding rein oder direkt auf den Flugfeld? Ja, ich muss mir ja erstmal einen kaufen. Also Flugfeld? Ja genau, da an dem Schalter muss ich sozusagen. Mach ich. Nein. Leckt ganz schön rum hier, ne? Treffe rein! Ja, das Auto kann ganz schön was ab. Ja, das kann jeder. Das ist ein Samar. Der muss den abkönnen. Sind Sie von der Flughafenfeuerwehr? Ja. Okay. Dann hält er aus. Der hätte sogar auch schon dagegen fahren. Oh, jetzt ist hier ein Eingang. Ja, der war auch schon Eingang. Egal. Okay. Ich darf Eingänge machen, so viel ich will. Hui! Was ist denn hier los? Ich werde aufgehalten. Ja, stecken in der Wand, ne? Das sind die neuen Stopper hier, habe ich gehört. Ah, okay. Die sollen gut sein. Ja, scheinen die erfolgreich Leute, zu sein, ja. Sind auf jeden Fall erfolgreich. Ja, ja, sowieso. Ja, rechts ist frei. Rechts ist frei. Wie bitte? Rechts ist frei. Aber jetzt sind wir ja schon auf der Straße. Ja, ja, ich kann auch selbst reinfahren, wenn du willst. Sie sind der Fahrer. Ja. Der Fahrer entscheidet, wo es lang geht. Richtig. Also Hupe funktioniert. Aber gar nicht so viel los, wie eigentlich in der Luft war. Ja. Dr. Frankenstein ist auch getrennt. Die ganzen Doktoren gehen jetzt nach Hause. Letzten 300 Meter.